Willkommen hier auf dem Muffin Skater. Und zwar habe ich euch heute mal ein Tutorial vorbereitet, wie ihr Call of Duty Black Ops auf eurer PlayStation 3 und auf der Firmware 3.41 zum Laufen kriegt, weil das geht ja so einfach nicht. Da müsst ihr Dateien austauschen und so. Deshalb werde ich euch das einfach mal zeigen. So, am Anfang, was ihr alles braucht, also ihr braucht eine PlayStation 3 auf der Firmware 3.41, die gejailbreakt ist. Und dann braucht ihr den PS3 FTP-Server, um eine FTP-Verbindung zu eurer PlayStation aufzubauen. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, habe ich jetzt mal das Video verlinkt, in dem ich euch zeige, wie das geht. Und dann braucht ihr ein Backup von Call of Duty, Black Ops, entweder auf eurer internen oder auf eurer externen Festplatte. Dann müsst ihr noch wissen, welche BLAS-Nummer ihr habt. Das sage ich jetzt gleich nochmal was dazu. Und dann braucht ihr noch als Payload das mindestens Hermes 4B. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, jetzt zur BLAS-Nummer. Also diese Methode, die ich euch zeige, funktioniert immer im Moment nur mit drei BLAS-Versionen. Der BLAS 01031, der BLUS 30591 und der BLAS 01032. Wenn ihr keine von diesen BLAS-Versionen habt, dann könnt ihr das Tutorial nicht anwenden und ich muss mal schauen, ob ich ein Tutorial für die anderen Versionen machen kann, aber ich habe im Moment auch nicht so viel Zeit. Ja, wie ihr rausfinden könnt, was ihr für eine BLAS habt, also wenn ihr es runtergeladen habt, dann heißt meistens schon der Ordner so BLAS 01031 oder plus 30591 und so weiter. Und wenn ihr es gekauft habt, dann habt ihr so diese Hülle und wenn ihr direkt aufs Cover schaut, dann habt ihr links an der Seite, unten, links unten an der Seite, habt ihr einen Schriftzug, sag ich jetzt mal, da steht Plus 00 irgendwas halt, ja. Also, es war nur ein Beispiel. Da müsst ihr einfach gucken, was auf eurem Cover da drauf steht. Und ja, wenn ihr dann wisst, was ihr für eine Bless bzw. Plus-Version ihr habt, dann klickt ihr, je nachdem, was ihr habt, ich habe 01032, klickt ihr halt da drauf und da hat es dann so links, hier, entweder den oder den, da ladet ihr es einfach runter. Und entpackt es und dann baut ihr eine FTP-Verbindung zu eurer PlayStation auf. Ich habe das schon mal gemacht und hier habe ich den Ordner. Und wenn ihr jetzt euer Backup von Black Ops auf der internen Festplatte habt, dann geht ihr auf DevHDD0 und dann habt ihr irgendwo einen Ordner, der zu eurem Backup-Manager gehört. Also ich habe den Multi-Manager. Und da heißt der Ordner hier Games ganz groß geschrieben. Und wenn ihr es auf eurer externen Festplatte habt, dann habt ihr diesen Ordner Games. Da drückt ihr hier auf DevUSB 000 und dann halt auf Games. Und da sind die ganzen Spiele. Da sucht ihr einfach eure Black Ops Kopie raus. Ja, aber ich habe es halt auf der internen Festplatte. Das drücke ich nochmal auf DevHDD 0. Und jetzt hier Games heißt es bei mir. Und hier seht ihr BLAS 01032. Und hier ist der Ordner mit den Dateien. Da drückt ihr einfach hier drauf, geht auf PS3 Game und dann öffnet ihr diesen Ordner, nimmt die ganzen Dateien, öffnet hier, das habt ihr jetzt geöffnet, dann nehmt ihr die ganzen Dateien, kopiert es in PS3 Game rein. Jetzt sagt er hier, dass es schon vorhanden ist, jetzt drückt ihr einfach auf Fortfahren. Dann werden die ganzen Dateien überschrieben. So. Jetzt ist fertig. Wichtig ist, falls ihr schon irgendein, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, falls ihr dieses Update 1.02 bzw. höher schon irgendwie installiert habt, dann müsst ihr das löschen, indem ihr in eurem PlayStation-Menü auf Speicher, nee, Spieldatendienstprogramm geht, nicht auf Speicherdatendienstprogramm, und dort einfach Black Ops rauslöscht. Alles, was da von Black Ops drin ist, ja? Einfach im Spieldatendienstprogramm rauslöschen und dann das machen. Ja, jetzt seid ihr eigentlich auch schon fertig. Das war die einfache Methode, die nun mit diesen drei funktioniert. Und ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal am Fernseher, dass das auch alles funktioniert mit der 341 Firmware. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr natürlich wie immer gerne in die Kommentare irgendwas schreiben oder mir eine Nachricht schicken. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Daumen hoch geben und mal bei meinem Kanal vorbeischauen. Ciao! So, damit ihr mir auch glaubt, dass es jetzt alles funktioniert, bin ich jetzt hier mal in meinem Backup-Manager drin und habe Black Ops ausgewählt. Ich starte das Ganze jetzt einfach mal und zeige euch, dass alles funktioniert.
Dauert jetzt kurz. So, jetzt bin ich hier schon im Spiel drin. Und hier solltet ihr gleich Black Ops sehen. Hier Call of Duty Black Ops. Seht auch schon das Hintergrundbild. Jetzt starte ich das einfach. Der Start dauert dann immer etwas. Und jetzt sollte es gleich losgehen. So, hier seht ihr, das ist Black Ops. Und ich habe jetzt 3.41 drauf, das habt ihr auch gesehen, sonst hätte ich gar nicht den Backup-Manager starten können. Von daher, hier seht ihr es. Und ich mache jetzt Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis irgendwann.